Hallo zusammen und willkommen zu meiner nächsten Häkelanleitung. Heute gibt es hier diesen kleinen süßen Wichtel. Der ist ziemlich schnell und einfach gemacht. Zeige euch noch eben, welche Wolle ich benutzt habe, welche Häkelnadelstärke und an dieser Stelle ganz viel Spaß beim Nachmachen. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Warum bin ich so fröhlich war ich nie? Dann zeige ich euch doch erstmal meine Wolle. Genau, das sind die vier Farben. Ich häkel hier mit 100%iger Baumwolle und die passende Häkelnadelstärke von 2,5. Genau, ihr könnt jede andere Wolle nehmen, die ihr so zu Hause habt. Wichtig ist jedoch dabei, dass ihr die passende Häkelnadelstärke habt, damit das Ergebnis am Ende auch schön ist und das Arbeiten auch recht angenehm ist. Wollt ihr den Wichtel größer haben, dann wählt doch bewusst einen dickeren Faden, dann habt ihr ja auch dementsprechend die passende größere Häkelnadelstärke und euer Wichtel ist am Ende größer wie meiner. Genauso ist es aber andersrum. Nehmt ihr einen dünneren Faden, dementsprechend noch eine kleinere Häkelnadelstärke, dann ist euer Wichtel am Ende noch kleiner wie meins. So, wir fangen an und zwar nehme ich grün. Ich beginne mit einem magischen Ring. Den könnt ihr natürlich so machen, wie ihr den gelernt habt oder wie ich den mache. Ich mache den wirklich ganz einfach. Dazu findest du aber auch ein Video in meiner Videobeschreibung. Also ich wickel den Faden zweimal um meinen Finger, gehe dann mit meiner Nadel hier einmal so durch, nehme es und habe hier meinen Ring, womit ich arbeite. Also wirklich ganz einfach. In diesem Ring häkeln wir 6 Maschen. Nummer 1, Nummer 2, 3, 4, 5 und 6. Ich häkel unfassbar gerne in Spirale, deswegen auch heute. Ich gehe hier in die erste Masche, ziehe das Ganze zusammen. Wer mag, kann natürlich auch eine Kettmasche machen und die neue Runde dann erst beginnen. Jetzt kommt Runde Nummer 2. In der zweiten Runde verdopple ich jede Masche, somit dürfte ich dann gleich insgesamt 12 haben. Wir gehen hier in die erste Masche und häkeln hier unsere Nummer 1 und auch die Nummer 2. Dann gehen wir in die zweite Masche. Hier machen wir unsere Nummer 3 und Nummer 4. Wir gehen in die dritte Masche, hier machen wir Nummer 5 und Nummer 6. Wir gehen in die vierte Masche, machen hier Nummer 7 und Nummer 8. Dann gehen wir hier in die fünfte Masche, hier machen wir unsere Nummer 9 und die Nummer 10. Und in die sechste Masche, hier machen wir unsere Nummer 11 und auch die 12. Nun haben wir unsere 12 Maschen und das Ganze schaut so aus. Jetzt machen wir nur feste Maschen. Wir können jetzt hier einen Markierungsfaden nehmen. Da nehme ich einfach ein Stück Wolle in einer anderen Farbe. Da braucht ihr nicht extra was kaufen, falls ihr nichts da habt. Genau. Und jetzt kommt Runde Nummer 3. Wir häkeln jetzt 2 Runden lang nur feste Maschen, also Runde Nummer 3 und Runde Nummer 4. In jede Masche eine feste Masche. Die 12 Maschen bleiben weiterhin bestehen. Nach 2 Runden schaut das Ganze so aus. Jetzt geht es weiter mit Abnahmen. Jetzt kommt Runde Nummer 5. In der 5. Runde ist jede Masche eine Abnahme und somit dürfen wir gleich dann nur noch 6 haben. Ich mache aber jetzt erstmal 2 Abnahmen, denn ich möchte ein bisschen Füllmaterial reinlegen. Also hole den Faden, dann gehe ich hier in die nächste. Hol den Faden, mach eine Abnahme. Ich ziehe den Faden hier raus, weil der stört mich so ein bisschen. Also wir brauchen insgesamt, oder wir machen insgesamt 6 Abnahmen. Das war jetzt Nummer 1. Dann mache ich nochmal eine Abnahme. So, Abnahme Nummer 2. Noch kleiner darf es ruhig werden.
Abnahme Nummer 3. So, jetzt mache ich da ein bisschen Füllmaterial rein und dann fehlen gleich noch 3 Abnahmen. Genau. Füllmaterial könnt ihr ganz bequem und einfach über Amazon bestellen. Auch dazu findest du den Link in meiner Videobeschreibung. Jetzt habe ich hier so eine kleine Kugel. Nun habe ich jetzt nur noch 6 Maschen. Ich schneide den Faden jetzt hier einfach ab und dann geht es weiter mit einer anderen Farbe. Und zwar häkle ich jetzt einfach im Wechsel, so wie mir es gefällt, mal rot, mal weiß, also keine bestimmten Maschenanzahl, sondern so wie es mir einfach gefällt. Genau, das könnt ihr dann auch im Laufe der Zeit machen. Ich beginne mit Weiß, genau. Also mache jetzt einfach nur da einen Knoten dran und dann erzähle ich euch gleich, wie es mit Runde Nummer 6 weitergeht. So, mir das Ganze ist sehr klein und schwer jetzt zu sehen. Also ich mache jetzt, wir haben 6 Maschen. Und ich mache jetzt in jede Masche eine feste Masche. Also 6. Runde. In jede Masche machen wir eine feste Masche. Nummer 1. Man sieht schon, es ist sehr eng und ein bisschen schwierig. Aber es klappt. Muss ich selber gucken, ich weiß schon gar nicht, wie viele ich jetzt gemacht habe. Muss ich gleich mal zählen. Der Knoten, der kommt natürlich dann einfach gleich da rein. Einfach als Füllmaterial nutzen. So, jetzt aber. So. Das war Runde Nummer 6. Ich habe nun 6, also weiterhin die 6 Maschen, nur eben in Weiß. So schaut das Ganze dann aus. Und jetzt kommt Runde Nummer 7. Wir verdoppeln jede 3. Masche. Somit kommen 2 dazu. Und wir dürfen dann gleich insgesamt 8 Maschen haben. Also noch benutze ich keinen Markierungsfaden, sondern ich verdoppel jede 3. Masche. Jetzt kommt Runde Nummer 9, Markierungsfaden ist drin. In der 9. Runde verdoppeln wir jede 4. Masche. Somit kommen 2 wieder dazu. Und wir müssten dann gleich, wenn wir hier angelangt sind, 10 Maschen haben. Also in die erste eine feste, in die zweite eine feste Masche, in die dritte eine feste Masche und jetzt kommt hier die Nummer 4. Da machen wir 2 hinein, denn jede 4. wird verdoppelt. Das bis zur Markierung und dann sehen wir uns gleich mit 10 Maschen. Nun haben wir 10 Maschen. Ich habe jetzt einen Markierungsfaden einer anderen Farbe genommen. Rot ist ja ein bisschen nicht passend. Jetzt kommt Runde Nummer 10. Wir machen nur feste Maschen und zwar Runde Nummer 10, 11, zwei Runden lang, Nummer 10 und 11. Also in jede Masche eine feste Masche, die 10 Maschen bleiben bestehen. Keine Zunahmen, keine Abnahmen. Runde 10, 11 und dann geht es gleich weiter mit Runde 12. Nun schaut das Ganze jetzt so aus. Jetzt kommt Runde Nummer 12. In der 12. Runde verdoppeln wir jede 5. Masche. Wir haben aktuell 10
und dürften dann gleich insgesamt 12 Maschen haben. Wir gehen in die erste Masche und häkeln eine feste. Wir gehen in die zweite, eine feste, in die dritte, eine feste, die Nummer 4, da machen wir auch eine feste und jetzt kommt hier die Nummer 5, da machen wir 2 hinein, denn jede fünfte wird verdoppelt. Das wieder bis zur Markierung und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben aktuell 12 Maschen und verdoppeln jetzt in dieser Runde jede sechste Masche. Somit kommen wieder 2 Maschen dazu und wir dürften dann gleich insgesamt 14 Maschen haben. Wir gehen hier in die erste, häkeln eine feste, in die zweite eine feste, in die dritte Masche kommt eine feste. In die vierte Masche kommt eine feste Masche, fünfte Masche eine feste und jetzt kommt hier die Nummer 6, da machen wir 2 hinein, denn jede sechste wird verdoppelt. Dann sehen wir uns gleich bei der Markierung mit insgesamt 14 Maschen. Nun schaut es so aus, jetzt kommt Runde Nummer 14. Wir häkeln jetzt jede siebte wird verdoppelt. Genau, wir haben 14 Maschen. Und wenn wir gleich an unsere Markierung wieder angelangt sind, dürften wir insgesamt 16 Maschen haben. Wir gehen hier in die erste, eine feste, in die zweite, eine feste Masche, in die dritte Masche, eine feste, in die vierte, eine feste, in die fünfte, eine feste, in die sechste, eine feste und jetzt kommt hier die Nummer 7, da machen wir 2 hinein, die wollen wir verdoppeln. Das wieder bis zur Markierung und dann geht es gleich weiter mit Runde Nummer 15. Nun haben wir 16 Maschen. Das Ganze geht jetzt immer weiter in die Breite. Jetzt geht es weiter mit Runde Nummer 15. Und in der 15. Runde kommen wieder 2 Zunahmen dazu. Das heißt, wir haben aktuell 16 Maschen und jede 8. Masche wird verdoppelt. In die erste eine feste. In die zweite eine feste, in die dritte eine feste, in die vierte eine feste. Jetzt möchte ich gerne den Farbton wechseln, also vierte habe ich eine feste gemacht. In die fünfte eine feste, die sechste eine feste. Siebte eine feste und jetzt kommt hier die Nummer 8, da machen wir 2 hinein. Jede 8. wird verdoppelt und dann sehen wir uns gleich mit insgesamt 18 Maschen. Jetzt kommt Runde Nummer 16, wir haben aktuell 18 Maschen und verdoppeln wieder 2 und zwar jede 9. Masche und somit dürfen wir gleich, wenn wir hier wieder angelangt sind, insgesamt 20 Maschen haben. Wir gehen in die erste, eine feste Masche, in die zweite, eine feste, die dritte, eine feste, die vierte, eine feste, in die fünfte, eine feste, in die sechste, eine feste, in die siebte, eine feste, in die achte, eine feste, jetzt kommt hier Nummer 9, da machen wir 2 hinein, bis zur Markierung. Wir haben aktuell 20 Maschen. In der nächsten Runde, in der Runde Nummer 17, verdoppeln wir jede 10. Masche.
Genau, Markierungsfaden nehmen wir einmal nach oben. So, jede zehnte wird verdoppelt, somit dürfen wir gleich, wenn wir hier wieder angelangt sind, insgesamt 22 Maschen haben. In die erste eine feste, die zweite eine feste, in die dritte eine feste, in die vierte eine feste, die fünf, da kommt eine feste, in die sechste Masche eine feste, in die siebte Masche eine feste, in die achte eine feste, in die neunte eine feste und jetzt kommt hier die Nummer 10, da machen wir zwei hinein, das wiederholen wir wieder und dann sind wir an unserer Markierung angelangt und müssten 22 Maschen haben. Nun schaut das Ganze so aus. Wir haben aktuell 22 Maschen. Jetzt kommt Runde Nummer 18 und hier machen wir in jede Reihe, also in jede Masche eine feste Masche. Keine Zunahme, keine Abnahme. Die 22 Maschen bleiben weiterhin bestehen. Bis zur Markierung und dann geht es gleich weiter. Jetzt kommt Runde Nummer 19. Wir haben 22 Maschen. Jede 11. Masche ist eine Zunahme, somit kommen wieder 2 hinzu. Wenn wir hier wieder angelangt sind, dürfen wir insgesamt 24 Maschen haben. Wir gehen hier in die erste, eine feste, in die zweite, eine feste, in die dritte, eine feste, die vierte, eine feste, in die fünfte, eine feste, in die sechste, eine feste, in die siebte, eine feste, in die achte, eine feste, in die neunte, eine feste Masche, in die zehnte, eine feste Masche. Jetzt ist hier die Nummer 11, da machen wir 2 hinein. Das machen wir wieder bis zur Markierung und dann sehen wir uns gleich mit insgesamt 24 Maschen. Fahren wieder nach oben holen. Jetzt kommt Runde Nummer 20. Wir haben 24 Maschen. Jede 12. wird verdoppelt. Und wenn wir gleich hier wieder angelangt sind, dürfen wir insgesamt 26 Maschen haben. In die erste eine feste, in die zweite eine feste, die dritte Masche eine feste Masche, in die vierte Masche eine feste, in die fünfte Masche eine feste, in die sechste Masche eine feste, siebte eine feste, die achte ist eine feste, in die neunte eine feste, in die zehnte eine feste, die elfte eine feste und jetzt kommt hier die Nummer 12, da machen wir 2 hinein. Moment, ich habe den Faden verloren. Also hier machen wir 2 hinein und das Ganze wiederholen wir wieder bis zur Markierung und dann geht es gleich weiter mit Runde Nummer 21. Jetzt kommt Runde Nummer 21. Wir haben aktuell 26 Maschen. Wir machen in jede Masche eine feste Masche und das die ganze Runde lang. Keine Zunahmen, keine Abnahmen, unsere 26 Maschen bleiben weiterhin bestehen. Jetzt kommt Runde 22. Wir machen 1 und 2 Luftmaschen. Nehmen den Faden mit, gehen hier in, wenn wir selber gucken, hier in diese Masche und machen noch ein halbes Stäbchen, dann haben wir unser Ersatzstäbchen plus unser halbes Stäbchen und machen erneut noch mal ein halbes Stäbchen in diese selbe Masche durch alle drei Schlaufen und das machen wir jetzt, also in jede Masche machen wir 3 Stäbchen, jetzt gehen wir in die nächste Masche, machen hier
ein halbes Stäbchen, Faden mitnehmen in dieselbe Masche, das zweite halbe Stäbchen, Faden mitnehmen in dieselbe Masche, das dritte halbe Stäbchen. Und dann schaut das Ganze so aus. Und das machen wir einmal komplett bis hier vorne hin. In jede Masche drei halbe Stäbchen. Bin ich hier am Ende angelangt, dann gehe ich jetzt einfach hier so in die nächste oberste Masche, mache eine Kettmasche, ziehe den Faden einmal durch, lasse ein bisschen was dran, um das Ganze zu vernähen. So schaut es dann aus. Das werde ich dann einfach hier so entlang hier runter vernähen, dann kann das auch damit rein. Und so schaut es aus. Ich finde es total schön, vor allem dieses Gewellte, ne? Genau, wenn man das so runterzieht, dann habt ihr noch mehr Wellen. Jetzt geht es weiter mit der grünen Farbe. Ich fange an mit einem magischen Ring. In diesem magischen Ring, da machen wir 6 Maschen. Nummer 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Jetzt kommt Runde Nummer 2. Für mich geht es hier weiter in Spirale. In der zweiten Runde verdopple ich jede Masche. Das heißt, ich müsste dann gleich insgesamt 12 haben. 1. Oh, schon mal machen. Also das war jetzt die Nummer 1 und Nummer 2. Jetzt gehen wir in die zweite Masche. Hier machen wir unsere Nummer 3 und die Nummer 4. Wir gehen in die dritte Masche. Hier machen wir Nummer 5 und Nummer 6. Dann gehen wir in die vierte Masche. Hier machen wir Nummer 7 und Nummer 8. Jetzt kommt die vorletzte, die fünfte Masche. Da machen wir Nummer 9 und Nummer 10. Und in die letzte Masche, in die sechste, da kommt unsere Nummer 11 und Nummer 12. Somit haben wir jetzt die zweite Runde fertig. Jetzt können wir uns Markierungsfarben nehmen. Den setze ich mir hier rein. Jetzt kommt Runde Nummer 3. In der dritten Runde verdoppeln wir jede zweite Masche. Wir gehen in die erste, machen eine Masche und in die zweite, da machen wir 2 hinein. Wir gehen in die erste, da machen wir eine Masche. Jetzt kommt wieder die zweite, da machen wir wieder 2 hinein. Und das im Wechsel bis zur Markierung. Und dann sehen wir uns gleich mit insgesamt 18 Maschen. Jetzt kommt Runde Nummer 4. In der vierten Runde verdoppeln wir jede dritte Masche. Wir haben aktuell 18 und dürften dann gleich insgesamt 24 Maschen haben. In die erste Masche eine feste. In die zweite Masche eine feste. Und in die dritte, da machen wir 2 hinein, denn jede dritte Masche wird verdoppelt. Das wieder bis zur Markierung und dann sehen wir uns gleich mit 24 Maschen. Jetzt kommt Runde Nummer 5. In der fünften Runde verdoppeln wir jede vierte Masche. Wir haben aktuell 24 Maschen und dürfen dann gleich, wenn wir hier wieder angelangt sind, insgesamt 30 Maschen haben. In die erste eine feste Masche, in die zweite Masche eine feste Masche, in die dritte Masche eine feste Masche. Jetzt kommt hier die Nummer 4, da machen wir 2 hinein. Das wieder bis zur Markierung. Jetzt kommt Runde Nummer 6. Allerdings häkeln wir jetzt nur feste Maschen, aber nicht nur eine Runde, sondern Runde Nummer 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also 6 Runden lang
Nur feste Maschen, keine Zunahme, keine Abnahme. Unsere 30 Maschen bleiben weiterhin bestehen. Und dann erzähle ich euch gleich, wie es mit Runde Nummer 12 aussieht. 6 Runden lang, nur feste Maschen. Nach den 6 Runden schaut das Ganze so aus. Ist mir allerdings noch ein bisschen zu klein, oder? Soll ich das so lassen? Weiß nicht so recht. Komm, ich mache noch 2 Reihen. Also Runde Nummer 12 und 13. So. Nun schaut das nach 2 Runden, also 2 weitere Runden so aus. Ich gehe jetzt hier nochmal rein. So, gehe hier in die nächste, mache und mache einfach nur eine Kettmasche. Ziehe dann hier nochmal den Faden durch. So, und schneide es ab. Das Ganze kann man dann gleich hier so anbringen. Allerdings nehme ich dann zum Vernähen, da muss ich hier vorne gucken, rot. Genau, kann ich das hier so annähen. Dann sieht man das von hier oben nicht. So, und für die Nase, da war ich gerade echt am Überlegen, ob ich nicht eine grüne Nase mache. Ich werde jetzt hier den Ton nehmen, aber jetzt mal so für euch, in grün würde ich es auch ganz cool finden. Wie so ein Grinch-Wichtel, ne? Ja, ich nehme aber jetzt hier diese Farbe. Wir machen einen magischen Ring. In diesen Ring häkeln wir 6 Maschen. Nummer 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Schaut das jetzt so aus. In der zweiten Runde verdoppeln wir jede Masche. In die erste kommt Nummer 1 und Nummer 2. In die zweite Masche kommt Nummer 3 und Nummer 4. In die dritte Masche kommt Nummer 5 und Nummer 6. In die vierte Masche Nummer 7 und Nummer 8. Die fünfte Masche Nummer 9 und Nummer 10. In die sechste Masche Nummer 11 und Nummer 12. Nun schaut das Ganze jetzt so aus. Jetzt mache ich noch 2 Runden, also Runde 3 und Runde 4 ist in jede Masche eine feste Masche. Keine Zunahme, keine Abnahme, die 12 Maschen bleiben weiterhin bestehen und ich melde mich dann gleich nochmal. Nach 2 Reihen sieht es jetzt so aus, da gehe ich jetzt hier in die nächste Masche, Kettmasche und den Faden nochmal durchziehen. Hier lasse ich ein bisschen was dran, um das Ganze dann gleich anzubringen. So. Dann braucht ihr eine Wollnähnadel. Da würde ich jetzt ein bisschen Füllmaterial reinmachen. Füllmaterial bekommt ihr ganz einfach und bequem über Amazon bestellt. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bringe die Nase erst hier so an und wenn ich das habe, kommt es dann hier so drauf. Achso, und hier auch noch Füllmaterial. Das Ganze mache ich jetzt allein und dann melde ich mich im nächsten Augenblick mit der fertigen Arbeit. Mein Wichtel ist fertig, da sitzt er. Und so sieht er aus. Ich finde den richtig cool. Und ich mag, dass er so ein bisschen schräg ist. Irgendwie ist er bei mir so, keine Ahnung, so finde ich den ja noch witziger. Ja, richtig schön. Wie mir gefällt halt hier dieses wieder ganz gut, ne? Das hatten wir ja schon mal in einem Wichtel gehabt, deswegen musste ich das jetzt nochmal machen. Das finde ich richtig, richtig schön. Ich habe es hier ein bisschen angenäht und auch auf dieser Seite, weil ich das so schön finde, wenn das hier so ein bisschen drumherum geht. Versteht ihr? Das könnt ihr dann auch machen, als dieses
Pole hier so zwischen. Ja, finde ich richtig toll. Das war's zu dieser Häkleranleitung. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!